Wie haben Sie denn angefangen? Wie habe ich denn angefangen? Wunderbar. Ich habe nicht so angefangen, wie Sie angefangen haben. Ich bin nämlich einer der Menschen, die ihren Beruf nie gelernt haben. Ich wusste nur, dass ich Kameramann werden wollte. Und das ist nun schon lange her, das war in meinen 50er Jahren. Ich kam aus Dortmund, da habe ich Abitur gemacht und wusste also, die große Filmwelt spielt sich in München ab, bin ich da hingegangen. Und zu der Zeit konnte man diesen Beruf in Deutschland auch noch nicht studieren. Das heißt, normalerweise fing man eben als dritter Assistent an, Kaffee holen, Kassetten schleppen und so, Stativ schleppen. Und dann, wenn sich die Muskeln gestärkt haben, dann durfte auch mal meine Optik anfassen und sowas. Diesen Weg wollte ich natürlich gehen, weil man ihn damals so gehen musste, ging aber nicht, weil ich niemanden kannte. So, die Assistenten von den berühmten Kameraleuten, die hatten alle auch interessanterweise berühmte Namen von Schauspielern oder von Produzenten oder von anderen Regisseuren oder sowas. Merkte man schon, also ohne gute Beziehungen kommt man da nicht rein. So war das halt bei mir auch. Und ich habe dann gesagt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Habe dann erstmal ein Parkstudium angefangen, damit ich nicht so dumm rumsitze. Habe ich halt Elektrotechnik angefangen zu studieren in München auf der TU. Und dachte mir, naja, macht man denn da jetzt so? Ne? Aber natürlich war ganz klar, ich wollte ja nur nicht Ingenieur werden, sondern ich wollte Kameramensch werden. Und was kann man da außer sich mit den Elektronen, die durch die Drähte sausen, was kann man da noch alles Sinnvolles machen? Also man kann sich zum Beispiel mal überlegen, wenn ich denn mal der große, berühmte Kameramann werden sollte, dann habe ich ja auch mit den großen, berühmten Schauspielern zu tun. Ne? Und da ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, was machen die eigentlich so, die Schauspieler? Die stellen sich hin und spielen Schau oder was machen die oder wie arbeiten die oder was müssen die lernen für den Beruf? War eigentlich ganz spannend. Da habe ich mir gedacht, da gehe ich einfach mal auf eine Schauspielschule, einfach nur um zu gucken, was die da so machen oder so ein bisschen Gefühl für Schauspieler zu kriegen, für Darsteller. Ja, und da war ich denn und da saß halt noch ein Mensch rum, der ganz offensichtlich auch nicht Schauspieler werden wollte, aber auch irgendwie gucken wollte. Das war einer, der wollte Regisseur werden. Wusste aber auch nicht so recht, wie das geht und hat sich auch gedacht, na, da schaue ich doch mal bei den Schauspielern rein, mit denen habe ich ja hinterher zu tun. Das war der Peter Schamoni, das ist der, mit dem ich so meine Anfangsjahre dann auch verbracht habe, der auch, glaube ich, morgen die Laudatio auf mich halten wird, keine Ahnung, was er erzählt, bin ich ganz nervös, hoffentlich verrät er nicht lauter Geheimnisse. Und ja, und dann habe ich halt angefangen, also ich versuche das jetzt kurz zu machen, wir kannten, oder der Peter vielmehr kannte einige Exilrussen in München, die sagten, Mensch du, das sind jetzt diese Weltjugendfestspiele in Moskau und da fahren doch die kommunistischen Jugendorganisationen alle hin und sowas und das guckt doch mal, ob ihr da nicht irgendwie was drehen könnt. Naja, haben wir gedacht, das ist vielleicht eine ganz gute Idee und ich habe mir eine Federwerks-Bolex geliehen und irgendeiner hat uns noch ein paar Rollen schwarz-weiß 16mm Film spendiert. Und wir haben da hingeschrieben, haben gesagt, ja, das ist ja ein Jammer, dass also jetzt bei diesen wunderbaren Jugendfestspielen so wenig Studenten aus München das nur sehen können. Wir sind ja auch und so, und da dürfen ja nur ein kleiner, sind halt sehr begrenzt die Teilnehmerliste. Und wir würden ja gerne ein kleines Filmchen machen, wie toll das da in Moskau alles aussieht, damit wir das unseren Kommilitonen vorführen können.